erstmal geschafft. So, jetzt geht es noch ein bisschen an die Koordination. Koordination. Achtung. Arme hoch, Beine auseinander oder ein Bein weg und wieder zur Mitte zusammen. Andere Seite. Weg und ran. Können wir ja, ne? Ist ja der, die erste Stufe vom Hampelmann. Das kann man ein bisschen schneller machen. Ja? Mach mal. Genau. Immer wieder weg und ran. Nicht rübergehen, sondern weg und ran. Weg, ran. Gut. So, Achtung. Guck mal, wir können jetzt mal so machen. Und so. Wer nicht springen möchte, bleibt immer noch so mit dem anderen, mit der anderen Variante. Oder springen, ne? Mach mal. Ja, wenn die Arme auch oben sind, sind die Beine auseinander. Nochmal, zack. Ja, nicht gar nicht schnell. Ich möchte diese langsam haben. Ja, genau. Gut. So, Achtung. Guck mal, jetzt gehen die Arme wieder runter und dann gehen die Beine erst wieder. Ja, und auf. Und auf. Mach das mal. Die Arme sind doppelt so schnell wie die Beine. Und das mal ein bisschen schneller. Nachdenken. Ja. Geht, oder? Sehr gut. Achtung, das gleiche machen wir jetzt andersrum. So. Jetzt gehen die Arme hier oben, die Beine zusammen. Die Beine wieder auseinander. Und dann erst die Arme. Ja? Nochmal. So, auf, so, auf. Zack, auf. Nachdenken. Ich sehe euch. Und er kann auch das ein bisschen schneller machen. Ich muss mich konzentrieren. Scheiße. Scheiße. 4, 3, 2, andere Richtung nochmal. Gut. Klappt? Hat geklappt? Okay, noch einmal die andere Richtung und dann sind wir auch durch. Die andere Richtung, das war Arme doppelt so schnell wie die Arme, wie die Beine. Los geht's. Na? Nein, die Beine sind nur halb so schnell wie die Arme. Gucken wir jetzt nicht. Noch 4, 3, 2 und geschafft. Boah, sehr gut. Auf jeden Fall, das Gehirn ist wach, hoffentlich, meins auf jeden Fall. Und